Was habt ihr da? Lasst mich mal sehen. Geh du dich weiter umgucken. Ein tragisches Ende für eine tragische Persönlichkeit. Gut, ich denke, das sollte dem Orden genügen. Was soll ich darüber denken? Jero war ein selbstgerechter Narr, wie es alle Weltverbesserer sind. Solange es gut läuft, feiern sie sich als große Heilsbringer. Sobald sie aber scheitern, ist die böse, böse Welt daran schuld und muss dafür zahlen. Wie sagt der weise Eremit so schön, Idealist ist man so lange, bis es beginnt weh zu tun. Er wäre wirklich besser beraten gewesen, mit seiner Medam in Flussheim zu bleiben. Das ist doch Unfug. Würde jeder nur an sich selbst denken, würden wir immer noch in Höhlen leben und Beeren sammeln. Die Welt braucht Idealisten. Ja, das stimmt, aber ich finde die Aussage irgendwie doof. Also, nee, wir würden nicht in Höhlen leben und Beeren sammeln. Und ich fürchte fast, ihr habt recht. Ich weiß, dass das Spiel starke Konsequenzen hat, wie man sich so zu entscheiden hat. Grundsätzlich finde ich, dass er Unrecht hat mit der Aussage. Aber die Formulierung hier gefällt mir nicht. Und die Welt braucht Idealisten, das ist richtig. Im Kern ist das richtig. Die Welt braucht Idealisten. Das davor ist totaler Unfug. Er sieht alles ein bisschen schwarz, mal ein bisschen realistischer. Ich meine, gut, kann man so sehen, man könnte damit leben, aber ich... Ja, es ist egal. Ist egal, wir nehmen das obere. Wenn jeder in erster Linie an sich selbst denken würde, hätten die Huren vollere Geldbeutel, die Braumeister leerere Fässer und die Tyrannen weniger Gefolge, dass ich für den richtigen Gott oder die wahre Nation gegenseitig die Kehlen aufschneiden würde. Wir sollten uns fortan duzen. Also, auf bald. Oh, das war typisch deutsch. Okay, beeindruckend. Und du, stehst du nochmal auf? Weißt du, ich bin wahnsinnig abergläubisch als Russe. Nur für den Fall, dass du aufstehen möchtest. Um mir hinterherzukommen. Ne? Das sollte das bisschen verschweren. Ist ja ein schön solider Holzsarg, den du da hast. Und ich habe Jagdspitzen drauf. Das bohrt sich richtig toll ins Holz. Wieso ist hier nichts? Ist doch langweilig. Tschüss. Geh rückwärts. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Geht die Tür mal zu, oder was? Schade. Ist das Ziegenfell? Nope. Kennt ihr das, wenn man versucht, sehr schnell zu lesen oder etwas, was man nicht so gut erkennt, weil es zum Beispiel weit weg ist? Und man kennt das Wort, weil man es schon tausendmal gelesen hat, also identifiziert man das Wort am ersten und am letzten Buchstaben. Und so kann man dann einfach wahnsinnig schnell lesen, auch wenn mitten im Wort Rechtschreibfehler sind oder Buchstaben vertauscht sind. So liest man das doch trotzdem über den Haufen hinweg, weil die Reihenfolge zwischen den beiden Buchstaben irgendwie gar keine Rolle zu spielen scheint. Das funktioniert die meiste Zeit. Wie ihr das bei mir hört, aber ab und zu verwenden die hier Wörter oder ich erkenne den Buchstaben nicht auf die Distanz. So, dass es dann komisch klingt. Zange, nein, Korb, nein, Einzelteile, jawohl, alter Gebär. Bauplan. Was? Bauplan, Stahlstreitkolben, Handwerk, Erfahrung 20. Ach, so. Man muss ERF-20 haben, um diesen Stahlstreitkolben schmieden zu können. Na, das ist ja lustig. Okay, das wusste ich nicht. Also ich möchte wahnsinnig gerne in die Hauptstadt und ich denke, beim erstbesten Zusammenzucken meiner Krankheit
bin ich hier auch weg. Es gab dann noch diese Quest mit dem kleinen Kind. Jasper in Flussheim treffen, um nach Ark aufzubauen. Ach so, ich muss sowieso in die Stadt. Ich dachte, ich habe jetzt hier eine geile Teleportrolle, um direkt nach Ark zu gehen. Jasper, du geiziger Geizkragen, Alter. Schlimmer als Mr. Krabs. Wie findet ihr das eigentlich, wenn ich so diesen ganzen Quatsch, Inventarmanagement, Bücher kaufen, bla bla, wenn ich das alles off-camera mache, was sagt ihr dazu? Ist euch das wichtig? Das ist die mit Imposant. Heute gibt's Krabbe. Oh, ich kann's förmlich riechen. Hat mal jemand Butter? Ich würde dich essen. Du bist ekelhaft, aber ich würde dich essen. Oh, ein Pfeil. Lederharnisch. Boah, gib mal her. Noch bin ich nicht überladen. What? Regeneriert 6 Aber für 4 Sekunden. Ranzig. Wahrscheinlich schon die Haltbarkeit abgelaufen. Hier müsste noch irgendwo ein Pfeil liegen. Aber da das ja ein Videospiel ist, ist das einem eigentlich ziemlich egal. Unter anderen Umständen würde man sich den Allerwertesten aufreißen, um diesen blöden Pfeil zu finden. Weil das ist richtig viel Arbeit. Und Geld. Euer Arkanfieber hat sich verschlimmert. Dies wirkt sich negativ. Schießendreck, Alter. 71. Ich will nochmal das Ambrosia jetzt. Ich habe noch eine Flasche. Ich will es noch nicht benutzen. Vielleicht gehen wir jetzt ja direkt nach Ark und pfeifen auf die Quests, machen das alles nicht. Sehen einfach zu, dass wir das Inventar ein bisschen entmüllen und vielleicht ein paar Bücher uns noch leisten könnten. Ansonsten, ja, ihr seht, es wird immer schlimmer. Verdammt. Verdammt. Also doch links. Ich habe doch links geguckt. Wo ist denn der Marker? Ach, der hat sich dahinter versteckt. Boah. Stimmt, ich kann ja zum Questmarker laufen. Ich brauche meinen blauen Marker nicht. Ja, was ist sonst noch so passiert? Und was ist sonst noch so passiert? Das Dark Souls 3... Let's Play neigt sich dem Ende. Ist nicht mehr viel übrig. Warst du schon beim Schrein? Schnell, geh nachschauen. Ich weiß doch nicht mal, wie ein Schrein hier aussieht, du kleines... Wie sieht denn hier ein Schrein aus, Mann? Ich weiß, wo der Schmied ist. Das habe ich jetzt ja schon herausgefunden, weil ich da ziemlich viel Zeit verbracht habe. Und was ist sonst noch so passiert? Komm schon. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Russmann. Natürlich. Russmann, deine Stimme passt nicht zu deinem Körper und zu deinem Aussehen. Ihr habt nicht ge... Ich will doch... Nein! Ich wollte nichts gülven. Oh Gott, habe ich gerade viel Geld ausgegeben oder was? War das so viel, dass ich mir noch... 32? Ja gut, dann war ich so gut. War ich sowieso pleite. Ach was, ich habe diese Schuhe schon? Set-Gegenstand. Ich bin platt. Ich wusste nicht, dass ich das schon habe. Sogar ausgerüstet. Buah. Hier hast du das und das und das und das. Und dann haben wir Ziele bis zu... Was ist das für ein Schrott? Ziele für 2 Sekunden gelähmt, regeneriert. Ja, da Lähmung ist cool. Lähmung ist richtig cool. Ist auch viel wert. Schädigt Mana-Regeneration um 100 für 8 Sekunden. Lebensenergie wird um 6 gefestigt. Nein? Er zieht dem Ziel nein. Totaler Bullcrap. Weg damit. Diesen Kleinkram mache ich ein andermal. Damit will ich euch jetzt nicht belästigen. Ansonsten kauft sie auch nicht alles und Ziegenhaut konnte ich, als ich das letzte Mal geschaut habe, nicht umwandeln. Sie hat hier nichts zum Umwandeln. Benimmt sich einfach, als würde sie erhaben im Pfades sein. Manche wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist. Ich rede nicht mit dir.
Tatsächlich, Stahlstreitkolben. Jetzt ist das Ding hier aufgeführt. Brauchen wir einen Silberbarren für. Will ich gar nicht benutzen. Manche Dinge ändern sich einfach nie. Ja, ja, mecker bitte woanders rum. Schön, dass man NPC noch wegboxen kann. Silberbarren ist was anderes als... Gut, dafür braucht man Silbererz. Wer hätte das gedacht? Stahlbarren, weil ich wirklich mal verdammt gerne irgendwann mal ein Stahlschwert hätte, wenn ich das mal irgendwann lernen würde. Oh, harte. Da habe ich aber die Minen ganz schön geplündert, wa? Da war scheinbar doch mehr drin, als ich gedacht habe. Okay, dann gehen wir noch schnell den restlichen Plunder verkaufen, bevor wir in die Kneipe reinfallen und uns volllaufen lassen. Ich meine, um die Hauptquest fortzusetzen. Ja. hier. Zack. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Wie, Kleine, was? Erhöht eure Tragekraft und... Das ist ja voll geil, ey. Ja, na klar will ich einen Rucksack, Mann. Nimm das Scheiße. Wieso gibt's dafür keine Erfahrungspunkte? Ja, doch, gibt es. Sehr gut. Nee, ich will keine Lederstreifen. Was kann ich noch bauen? Nö, nö, nö. Was, echt? Verdammte Bauern. Das ist doch Wucher. Euch fehlen die... Ich kann so ein Shit bauen? Krass. Guck mal an, ich brauche dafür Nägel. Das heißt, ich muss auch Nägel aufheben. Ich kann magische Sachen bauen? Das ist ja krank. Das wusste ich gar nicht. Finde ich ja total interessant. Ich habe noch so viel Plunder zu verkaufen. Aber vorher blockt... Nee. Ja. Und was habe ich vorher? Lebensenergie brauche ich nicht, wenn ich schleichen kann. Bla, Zauberlichtmagie, bla. Was habe ich eigentlich jetzt auf dem Kopf? Gar nichts. Besser. Nein, also eigentlich sie sieht immer noch doof aus, aber... Verkaufen wir mal den Scheiß. Und dann gehen wir in die Kneipe. Na? Ah, willkommen. Dies und das. Schaut einfach selbst. Ja, ja, du hast ganz furchtbare Preise. Bei dir... Er will das gar nicht. Okay, das kann gehen. Das habe ich vorhin aufgehoben. Mit was? Metallisimus. Magie kostet 3 weniger Mana. Erhöht Mana um 8 Punkte. Elementarzauber kosten 4% weniger. Cool. Tschüss. Das Ding ist auch ein Set-Gegenstand. Wer hätte das gedacht? Ich dachte, das wäre irgendwas Cooleres, was ich gefunden habe. Aber nee. Das alte Schwert, das wollte ich mir doch eigentlich an der Schmiede mal angucken. So, guck mal, der kauft den ganzen Plunder hier ein. Das ist doch super. Baupläne brauche ich. Das brauche ich auch. Okay, er kauft hier die Schüssel. Und noch irgendwas, Kohle. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das lieber behalten sollte. Baupläne. Axt zum Holzhacken. Schreitet wohl. Schreite auch wohl. Tschüssi. Skillbücher bei dem sind irre teuer. Wenn wir jetzt in die Hauptstadt gehen, habe ich die Hoffnung, dass wir da bessere Preise für Skillbücher kriegen. Ich habe hier noch so ein Kopfgeld angenommen. Die Quest mit dem kleinen Jungen würde ich auch gerne machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Krankheit überhaupt nicht lustig ist. Wir könnten dann ja hierhin wieder zurückkehren und diese Sachen nachholen. Sofern ihr Interesse habt, wenn nicht, dann mache ich das solo off-camera. Mal fast zum Gruß. Und wir konzentrieren uns auf die Hauptquests. Womit spielst du eigentlich? Das ist ziemlich gute Luftgitarre, was sie da macht. Ah, das schöne Fräulein kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Guck mich doch mal an! Her mit dem Wein. Bitte. Bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Was ist eine Myrade? Ach richtig, du stammst ja aus Nerim. Hier in Endaral wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Enderal verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihren Myraden von A nach B befördern. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Ja, wir müssen das Fieber loswerden, los. Wunderbar.
Lass uns noch den Einbruch der Nacht abwarten. So laufen wir weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der schurkische Typ. In Sachen Kampf, meine. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Ja, das hat er wohl an den Werten abgelesen. Wusste ich's doch. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Lehrling für Schleichen, Einhandfern... Oh, das ist ja super! Hey, das können wir alles direkt... Schlösser knacken! Hey, das können wir uns direkt reinpfeifen, das ist ja der Wahnsinn. So, das lese ich mal eben vor. In Enderal erhöhen sich eure kampfbezogenen Fähigkeiten nur durch den Einsatz von Lehrbüchern. Diese können gefunden oder bei Händlern erstanden werden und verbrauchen bei Benutzung je einen Lernpunkt. Gerade im späteren Spieleverlauf sind hohe Fähigkeitenwerte ein Muss, deshalb legt euch stets ein Teil eurer Groschen für Lehrbücher zur Seite. Handwerksbücher funktionieren nach dem gleichen Prinzip, erhöhen jedoch eure nicht kampfbezogenen Fähigkeiten. Der Satz ist ja komisch formuliert. Sie verbrauchen Handwerkspunkte anstatt Lernpunkte und sind erheblich günstiger. Stimmt, die haben nur 16 Goldstücke gekostet. Als Händler würde ich die ja teurer machen, weil das ist ja Konkurrenz. Wissen, was sind das für Bücher? Der Arasiala in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Na, danke dann. Dann würde ich sagen, auf geht's. Auf geht's, ja. Ich hoffe, das geht schnell, mein lieber Freund. Das letzte Mal, als ich von A nach B gewandert bin... Ich gebe das Tempo an, oder was? Oh, bitte lass es nicht so weit weg sein. 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 Wo ist es denn? Fuck! Ah. Also, Jespin, willst du nicht mal vorgehen? Will mir doch nur auf den Arsch gucken. Das verstehe ich. Das würde ich auch machen wollen. Gut. Hier ist eine Straße in die grobe Richtung. Der folgen wir jetzt einfach mal. Und versuchen nicht links und rechts in irgendwelche Minen zu kriechen, auch wenn die Verlockung wahnsinnig hoch ist, in diese Mine da rein zu kriechen. Moment, muss ich da rein? Ich muss nicht durch die Mine durch, ne? Jesper? Okay, ich führe einfach Selbstgespräche. Es wird ja eine lustige Reise mit dir.